Hallo zusammen zu einem neuen Infovideo. Im letzten Infovideo, da habe ich euch ja schon mal einen groben Ausblick gegeben. Ja, jetzt aktuell, das Abi ist vorbei. Ich habe jetzt relativ viel Freizeit, war viel auch unterwegs filmen und werde das auch jetzt die nächste Zeit noch sein. Und jetzt im Folgenden stelle ich euch meinen Plan vor, auf was für Videos ihr euch noch freuen könnt in diesem Jahr. Die nächste Doku, die kommen wird, wird über die Intercity-Linie 61 sein. Das ist die Linie von Karlsruhe über Stuttgart, Aalen, Crailsheim nach Nürnberg. Und ja, da fahren aktuell noch 120er mit eincheckigen Intercity-Wagen. Teilweise sind da auch noch alle in der Regio-Wagen dabei, beziehungsweise eigentlich in jedem Zug. Ein Interregiowagen zweiter Klasse, also Bauart BIMZ. Und die Steuerwagen sind meistens auch ehemalige Interregiowagen, wobei die modernisiert sind. Ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Die Sedoku soll dann im August voraussichtlich online kommen, wenn ich damit so fertig werde wie geplant. Denn da droht ja die Ablösung durch die IC2. Die sollten eigentlich schon da sein, aber ja. In der Theorie, in der Praxis ist es dann bei der Bahn meist ein bisschen anders. Außerdem sollen auch weiterhin kleinere Videos kommen, die keine Doku sind, zum Beispiel die Kurzvideos, wo ich jetzt schon ein paar Mal gebracht habe, von besonderen Zügen, aber auch etwas längere Videos. Zum Beispiel fand das 150-jährige Jubiläum der Elsinz-Talbahn statt und da verkehrten Sonderzüge dazu. Da wird dann demnächst auch noch ein Video dazu online kommen. Zum Beispiel konnte ich dann eine Mitfahrt filmen, ein bisschen im Schienenbus. Und da wären wir auch schon beim nächsten Thema, die Elsinz-Talbahn. Allgemeinhin wird der Abschnitt von Eggergemünd über Meckesheim, Sinsheim, Bad Rabenau, Bad Wimpfen nach Bad Friedrichshall-Jagstfeld, also jetzt Bad Friedrichshall Hauptbahnhof, wird dieser Abschnitt als Elsinz-Talbahn bezeichnet. Meine Doku wird aber den gesamten Regionalexpress 2 behandeln, also die Regionalexpresslinie Mannheim, Heidelberg und dann über Sinsheim nach Heilbronn. Auf dieser Strecke sind auch bis Ende letzten Jahres, also bis zum Fahrplanwechsel 2017-2018, noch planmäßig Endwagen auf dem Regionalexpress gefahren. Und ja, jetzt nehme ich mir dieses Jahr das 150-jährige Jubiläum, was ja schon im Juni war, aber das nehmen wir mal nicht so genau. Dieses Jubiläum nehme ich mir zum Anlass, um da eine Doku drüber zu machen. Die könnt ihr dann vermutlich als Jahresabschluss sehen, also dann im Dezember voraussichtlich. Die restlichen Leistungen auf dem Regionalexpress werden von 25ern erbracht, wobei das auch im Jahr 2019 dann enden wird, weil dann die Regionalexpress-Züge auf die Regionalbahn nach Stuttgart von Heilbronn aus durchgebunden werden und dann da Talent 2 fahren von Abellio. Ja, das war es auch schon, was ich euch sagen wollte. Jetzt könnt ihr euch konkret was darunter vorstellen, was jetzt je nach auf diesem Kanal euch erwartet in diesem Jahr. Ich hoffe, es ist auch was dabei, was euch interessiert. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem kleinen Infovideo und dann bis zum nächsten Mal.